Unterschiedliche Reaktionen hat die Entscheidung der Synode der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz hervorgerufen, ab 1. Juli auch die kirchliche Trauung homosexueller Partner zu ermöglichen. Während die ökumenische Arbeitsgruppe Homosexuelle und Kirche den Beschluss begrüßte, kam von theologisch-konservativen Kreisen deutliche Kritik. Die Entscheidung der Synode stehe im Widerspruch zum Wort Gottes, sagte der Vorsitzende der Konferenz Bekennender Gemeinschaften, Ulrich Rüss, der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Seiner Meinung nach richtet sich der Beschluss gegen Schrift und Bekenntnis, worauf alle Synodalen verpflichtet worden sind. Offensichtlich fühlt die Mehrheit der Synode sich mehr dem gesellschaftspolitischen Zeitgeist als der Autorität des Wortes Gottes verpflichtet. Auch das Gemeinschaftswerk Berlin-Brandenburg innerhalb der evangelischen Kirche lehnt die Entscheidung ab. Mit unserem Schriftverständnis ist dieser Beschluss nicht in Einklang zu bringen, sagte dessen Inspektor Thomas Hölzemann IDEA. Der leitende Bischof der evangelisch-lutherischen Kirche in Tansania, Frederik Osho, hat sich verwundert darüber geäußert, dass viele Christen in Deutschland ihren Glauben als Privatsache betrachten. Vor der Synode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens in Dresden sagte er: Ich frage mich, warum man hier über Fußball und Sex spricht, aber nicht über den christlichen Glauben. In Tansania rede jeder über seinen Glauben. Scho ermutigte die Kirchen in Deutschland, die gegenwärtige Zuwanderung als Chance zu betrachten. Lasst uns mehr auf die Talente und Fähigkeiten der Flüchtlinge achten, statt sie als Belastung zu sehen. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieses Grundrecht darf auch im Alter nicht verletzt werden. Das sagte Martin Lohmann, Vorsitzender des Bundesverbandes Lebensrecht, auf einer Tagung zum Auftakt der Woche für das Leben am 9. April in Mainz. Die Aktionswoche wird von den beiden großen Kirchen veranstaltet und steht in diesem Jahr unter dem Motto Alter in Würde. Sehen Sie dazu einen Kommentar von Martin Lohmann. Der Mensch hat von Anfang an Würde, weil er ein Geschöpf Gottes ist. Und er hat diese Würde bis zum irdischen Moment des Todes, bis zum Schluss. Und das müssen wir respektieren. Das bedeutet auch, wir müssen erkennen, der Satz, du sollst nicht töten, gilt immer. Menschen müssen wir helfen, in schwierigen Situationen würdevoll begleitet zu werden. Aber nicht, indem man sie beseitigt, indem man sie tötet, sondern ihnen hilft, im Leben stehen zu können, auch wenn es schwer ist. Das Leiden muss beseitigt werden, nicht der Leidende.